In der letzten Folge sind wir hier angekommen und sind auf dem Weg, Abby ich da rein? Zu finden. Und Abby wird festgehalten in diesem wunderschönen runden Gebäude da hinten, was wir da sehen. Und ja, das sieht aber sehr nach einer fiesen Base aus. Bin ich ehrlich. Und das könnte uns, ja, sagen wir mal, Probleme bereiten. Oder es ist eben halt einfach mal nicht so leicht, da reinzukommen. So, hier würde ich jetzt natürlich keinen Rambo-Style machen, wie in der letzten Folge. In der letzten Folge sind wir ja Rambo-mäßig hier in den Vorort reingehüpft. Hier würde ich jetzt echt gucken wollen, dass wir das sneaky probieren. Komm schon, du schaffst. Wir probieren mal was aus. Das könnte jetzt richtig in die Hose gehen. Aber ich möchte jetzt mit den Mollys, weil hier vorne standen 3, 4, 5 Leute. Würde ich gerne alle mit einem Wurf kaputt machen wollen. Wäre richtig nice. Aber die Leute stehen nicht mehr hier. Könnte ich jetzt? Also Theorie ist, wir haben ja den hier angekettet, weil der infiziert ist. Anscheinend. Ne? Wäre es jetzt möglich, ihn quasi von den Ketten zu befreien, um dass er Blödsinn macht? Ich meine, ich könnte ihn jetzt hier oben auch einen Headshot geben, so ist es nicht. Bei ihm will ich gar nicht töten. Ich würde ihn gerne losbinden, damit er Rage-mäßig überall durchrennt. Geht das? Nein. Ich will ihn nicht töten. Also den da oben will ich töten. Ja, okay. Das können wir machen. Das war jetzt gar nicht so schlecht. Das ist die Frage. Kann ich den hier befreien? Oh ja, ich kann ihn befreien. Mach mal Stunk. Mach mal ein bisschen Ärger. Ja, jag ihn. Jag ihn. Nice. Halt mal eine Runde abgelenkt von den Leuten. Und lass mich mal hier Sneak Peek mäßig einfach mal durchrennen. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Deswegen halt die Frage genau, dass wir hier rauskommen. Das wäre natürlich ganz nice. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass hier einige Gegner sind. Wie zum Beispiel da hinten der. Jemand gesehen? Hallo? Jemand da? Da ist jemand. Jetzt ist hier aber wieder die Frage, wer davon ist böse und wer nicht. Der da hinten sieht aus, als ob er angekettet sei. Und der da sieht aus, als ob er einfach ein Arschloch ist. Scheiß auf all die Arschlöcher. Stark! Na, Achtung! Du kleines Arschloch. Wo? Oh, da? Okay. Noch jemand fragen? Oh, warte. Waffe wechseln. Und wo? Fuck you! Nee. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nein! Nein. Weg da! Wo bist du? Nein. Safe. Safe point. Und auch nicht. Boah, du kleine miese Ratte, du Kutschetier, du Schnupperspritze.
Fressbrett, aber sowas von. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Nachlassen! Verdammt! Eine knappe Nummer. Geht auch besser. Ich würde gern die da vorne befreien. So, wenn wir nämlich die befreien, glaube ich, würde es für uns einiges einfacher. Na, probieren wir mal. Also, wir versuchen jetzt einfach mal sneaky-meaky-mäßig. Infizierte sind los! Scheiße! Alles gut? Bitte halte durch. Ich bin mal weg, oder? Ich bin mal weg. So, damit habt ihr erstmal ein bisschen zu tun, Freunde. I guess. Oh, du noch was? Ich habe erstmal kein Medikit mehr. Das ist eher das, was mich ankotzt. So Medikit, das wäre schon nice. Weil ein Schuss und ich bin tot. Bin ich ehrlich. Ja. Okay. Müssen wir anders machen. Gut. Wir machen das jetzt mal so. Lol. Zerledert. Ich glaube, Key ist es. Nicht Rambo-mäßig, weil dafür haben wir zu wenig Munition. Sondern eher, jetzt habe ich gleich ein Problem. Sondern eher Sneak-Peek-mäßig alle einzeln auseinandernehmen. Das heißt, am besten... Also wir haben es schon mal hinter denen geschafft. Okay. Wir probieren mal eine Sache aus, die dahin zu schmeißen. Ich hab was gehört. Schauen wir nach. Los, ich geb dir Deckung.
Okay. Okay, haben wir es geschafft? Alter. Das war jetzt mal tricky. Aber wir haben es geschafft, oder? Also erstmal Medikit. Medikit machen wir jetzt erstmal. Aber wie, haben wir das jetzt echt geschafft? Das wäre so gut. Das wäre so nice, wenn wir das jetzt wirklich geschafft hätten. Aber wir scheinen an einem... An einem sehr ruhigen Ort zu sein gerade. Sogar so ruhig, dass sie ihre Waffe wegsteckt. Okay, also wir haben es geschafft. Oh, ey, das war aber auch tricky, ey. Ah, ja, zurück! Hey, richte das verdammte Ding nicht auf mich! Hey! Abby wollte abhauen. Sie ist bei den Säulen. Den Säulen? Geh runter zum Strand. Nicht zu übersehen. Sie ist bestimmt schon tot. Na los! Ich verstehe es nicht. Also wir haben jetzt Leute befreit. Richtig? Ich kann auf mein Inventar nicht zugreifen. Wo steckst du? Und wir suchen jetzt Abby. Immer noch. Okay. Warum? Abby. Also. Abby. Ja. Ich weiß nicht. I don't know. Ist das der richtige Weg, den wir gehen sollten? Ich glaube nicht. Vor allem nicht, wenn es uns so beschissen geht. So. Ich kann immer noch nicht auf mein Inventar zugreifen. Okay, vielleicht soll ich auch gar nicht mehr auf mein Inventar zugreifen können. Das scheint alles gewollt zu sein. Gut, wir können ein bisschen schneller rennen. Das ist schon mal adverse. Ich meine, immerhin sind die Wachen jetzt ein bisschen beschäftigt, ne? Also mit den Gefangenen, die wir jetzt freigelassen haben, die haben sich ja jetzt schön Munition geholt, Gewehre und so. Und wie wir hören, machen die ganz schön Radau. Was auch irgendwie nice ist. Scheiße. Also ihr geht's nicht mehr so gut. Alter, wie? Also wie haben die das denn geschafft, innerhalb von Sekunden so abfackeln zu lassen? Ist hier gerade noch was aufgeblitzt? Nope. Aber, hey, du, ist okay. Warum versuchen wir jetzt aber Abby immer noch? Naja, also wir werden mal gucken, wenn wir jetzt hier Abby einholen, was ich nicht glaube, dass wir es schaffen, was der nächste Step ist. Ach du Scheiße. Ach du Kacke, was ist denn hier? Abby? Ach, wir müssen... Abby, haben sie hier angekettet, oder was? No way. Fuck. Aber ich hab da gerade jemanden müssen. Ah, hier. Das ist aber nicht Abby. Thank you.
Ich helfe dir. Da hinten liegen Boote. Alter, krass. Wie lange... also... wie lange hingen die denn da? Das muss schon... also... krasse Sache. Dass der Junge noch lebt, wundert mich. Ich dachte, dass der... aber der hat, glaube ich, nur ein... nur ist gut gesagt, der hat einen schönen Schlag bekommen. Ich habe aber gedacht, dass er das nicht überlebt hat. Ja, jetzt ist jetzt wirklich die Frage, tun sie sich jetzt zusammen? Oder was passiert als nächstes? Es gibt zwei Boote. Kann ich nicht gehen lassen. Ich mach da nicht mit. Ich kämpfe nicht gegen dich. Doch, das wirst du. Halt ihn heraus. Du hast sie mit reingezogen. Okay. Jetzt echt noch? Wirklich? Jetzt ernsthaft? Jetzt wirklich ernsthaft? Muss eine von euch beiden wirklich gewinnen? Das muss doch nicht sein, oder? Na gut. Alter, das ist so scheiße. Ganz nice. Und wie gesagt, auch sehr unfair. Die eine nur mit ihren Fäusten und die andere mit so einem Klippo-Klappe. Kann ich nicht gefallen. Aber vielleicht... ja, ihr habt den jetzt mit Absicht ein bisschen verpackt. Jawohl, jetzt wird es wenigstens mal ein fairer Fall, oder was?
oder? Jetzt hat sie nämlich auch kein Messer mehr. Kannst du mich auch noch schlagen? Mit dem habe ich nicht gerechnet. Oh, mit dem auch nicht. Also mal ausgewiesen. Na ja, hier. Ich hab doch gedrückt. Ich hab auch gedrückt. Das bringt euch doch beiden nichts. Mädels. Wirklich. Was du eigentlich willst, du das nicht. So, Abby ist weg und wir haben zwei Finger weniger. Am Ende aber die richtige Entscheidung, halt Abby nicht zu töten. Aber gut, dass sie überhaupt sie noch verfolgt hatte. Ich meine, immerhin hat sie sie dann auch gerettet, irgendwie. Aber, mal gucken, was Dina dazu sagt. Tja. Nichts. Sie ist weggegangen. Sie ist nicht mehr da. Quasi ist jetzt Ellie komplett alleine. Selbst der Bruder, der uns ja angestachelt hat, ne, von wegen hier, wir müssen uns noch rächen und Co. Selbst der, von dem, haben wir auch nichts mehr gesehen. Ja. Und jetzt ist Ellie quasi, weil sie ja hinter Abby hinterher war, leider Gottes im Nachgang komplett alleine. Weil sie halt stur, wie sie ist. Ja. Einfach von dann gezogen ist.
Aber dann wollen wir hier, sollen wir hier ins Arbeitszimmer. Okay. Die Gitarre. Was trinkst du da? Kaffee. Woher hast du den? Von den Leuten, die hier letzte Woche vorbeikamen. Oh. Es ist mir etwas peinlich, was ich ihnen dafür geben musste, aber... ist nicht schlecht. Ich hatte Seth unter Kontrolle. Ja, ich weiß. Und du musst aufhören, Jesse wegen meiner Patrouillen fertig zu machen. Okay. Dina. Seid ihr zwei ein Paar? Nein. Nein, sie... Das war nur ein Kuss. Er hat nichts zu bedeuten. Sie hat... Weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Aber du magst sie. Ich bin so dumm. Pass auf, ich weiß nicht, was ihre Absichten sind, aber... sie könnte sich sehr glücklich schätzen, dich zu haben. Du bist so ein Arschloch. Ich versuche gar nicht. Ich hätte in diesem Krankenhaus sterben sollen. Mein Leben hätte einen scheiß Sinn gehabt. Aber das hast du mir genommen. Wenn ich von Gott eine zweite Chance für diesen Moment bekäme, würde ich es wieder genauso tun.
Aber ich... Ich weiß nicht, ob ich dir das hier verzeihen kann. Aber ich würde es gern versuchen. Das wäre schön. Okay. Man sieht sich. Ja. Tja, das ist das Ende von The Last of Us Part 2. Eins meiner ersten und auch eins meiner längsten Projekte für diesen Kanal. Das Spiel aber leider Gottes jetzt nun so endet. Ja. Und im Nachgang heißt es eigentlich immer, Rache lohnt sich nicht. Ist einfach so. Ja, Rache hat immer einen Fadenbeigeschmack. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem sehr viel Spaß bei diesem Projekt. Hoffe, dass euch das Ganze so ein bisschen gefallen hat. Lasst gerne ein Like da, auch gerne ein Comment oder auch gerne ein Abo, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Das war's aber im Großen und Ganzen mit The Last of Us Part 2. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet sehr viel Spaß dabei. Und wir sehen uns bei einem unserer anderen Projekte wieder. Bis dahin sage ich erstmal reingehauen.